So, hey Leute, willkommen zu einem neuen Minecraft Forge Modding Tutorial in der Version 1.10. Heute machen wir eigene Goldäpfel und dazu nehmen wir einfach direkt unser Food her, was wir in der letzten Folge erstellt haben. Und zwar gehen wir einfach in die Klasse. Und eigene Goldäpfel kann man ja immer essen, auch wenn man ja volle Hungercoin hat. Das heißt, das muss man setzen mit this.set always editable. Und zwar kann man das halt dann immer essen, egal ob man volle Hungercoin hat oder eben nicht. So, um eigene Effekte jetzt noch hinzuzufügen, machen wir das einfach, indem wir hier on Food Eat die Methode holen. Und zwar wird diese Methode immer dann ausgeführt, wenn man das Food isst. Hier steht dann noch drin die Potion-Effekte, die kann man nämlich auch noch irgendwo hinzuweisen. Das lassen wir auch mal weg. Und zwar fragen wir hier dann ab, if Ausrufezeichen world input is remote. Das heißt, wir sind wieder auf der Serverseite. Schon auf dem Integrated Server in dem Fall. Aber ist ja egal. Auf jeden Fall sind wir dann auf der richtigen Seite vom Client oder vom Server in dem Fall. Und dann können wir den Potion-Effekt zum Beispiel adden. Das heißt, das machen wir mit player.add Potion-Effekt. New Potion-Effekt. Potion. Mob-Effekts. Das ist dann Health Boost. Obwohl wir machen die Observation Herz lieber. Und dann geben wir hier eben hier an, wie lange das sein soll. Das ist in dem Fall, das ist die Duration hier. Ich wollte nur kurz nachschauen, das ist dann ebenfalls einfach mal, machen wir einfach mal, keine Ahnung, 800 Ticks. Das können wir übrigens weglassen, das war gerade einfach so aus Prinzip gemacht, muss man aber natürlich nicht machen. Dann geben wir die Strength ein, das mal jetzt einmal relativ hoch, machen wir einmal so auf 30 oder so, dann hat man relativ viele Herzen und dann können wir den Rest hier eigentlich lassen. Was man natürlich noch einstellen kann, ist false, und zwar das erste Variable ist, dass es nicht vom Beacon ist, das ist natürlich klar, und die zweite Variable ist, dass man diese Partikel sieht, die sieht man dann eben nicht. So, damit haben wir dann diesen Potion-Effekt und was können wir noch machen? Wir können natürlich noch andere Sachen machen, wir können mit dem Player alles machen, wir können jetzt zum Beispiel rumteleportieren, alles mögliche machen. Das machen wir jetzt aber nicht. Ich würde sagen, wir machen noch, dass der XP bekommt, X-Experience. Und zwar können wir hier Level setzen oder XP, wir machen hier jetzt XP, da machen wir New Random.next Int und zwar machen wir jetzt hier zum Beispiel 500 plus 50 oder so, dann bekommt man halt eben zwischen diesem Bereich XP. Und ja, damit haben wir dann diese Methode fertig. Wir machen das hier noch aus Public. Ich hasse, dass mir das so protected dasteht. Das macht auch keinen Sinn in dem Fall eigentlich. Auf jeden Fall sehen wir uns dann im nächsten Video. Beziehungsweise, ja, auf jeden Fall starten wir jetzt noch Minecraft und schauen uns das direkt an. So, wir sind nun in Minecraft und wir sehen, wir haben unseren Apfel hier und ich habe noch immer nicht den Namen geändert, fällt mir gerade auf, das muss ich jetzt unbedingt nach diesem Video machen. Ich nehme das nämlich gerade hier in einer richtig langen Aufnahmesession auf, weil ich dann natürlich im Urlaub bin und da natürlich keine Zeit habe aufzunehmen. Auf jeden Fall habe ich hier unseren Apfel und den können wir essen und wir sehen, wir bekommen sehr, sehr viele extra Herzen für insgesamt jetzt 40 Sekunden war das und ja, haben wir die ganzen extra Herzen und wir haben auch ein bisschen XP bekommen, wir können das ja nochmal machen und wir sehen, wir bekommen immer XP dazu. In dem Fall natürlich immer irgendwann weniger, weil es eh random ist und außerdem wird es natürlich bei höheren Leveln natürlich immer weniger. Das heißt, wir haben jetzt hier unseren coolen Apfel und ja, das war's dann für dieses Video. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ja, lasst euch gerne eine Bewertung da und dann sehen wir uns im nächsten Video. Bis dahin, haut rein und ciao!